der Neontetraparachyrodon inessi, auch Neonsalmler genannt, ist einer der beliebtesten und schönsten Aquarienfische, die es gibt. Die Bezeichnung Neon für diesen sehr bekannten Fisch rührt von den auffällig fluoreszierenden Farben seiner Seiten her. Neonsalmler gehören zu den am meisten gehandelten Aquarienfischen. Da sie sich aber gut nachzüchten lassen, werden sie kaum noch importiert. Ihr natürliches Verbreitungsgebiet haben diese Schwarmfische in den Oberläufen kleiner Klarwasserbereiche des peruanischen Regenwaldes. Im Aquarium akzeptieren sie die Gesellschaft kleiner, ruhiger Fischarten gerne, vertragen sich aber nicht mit großen Mitbewohnern. Eine ähnliche Art ist der rote Neon, der in der Haltung etwas anspruchsvoller ist. Trotz der Anpassungsfähigkeit dieser Fische sollte man auf eine artgerechte Haltung achten. Gute Wasserwerte und ein regelmäßiger Wasserwechsel bewirken zudem eine gute Vitalität der Tiere. Jetzt zu den wichtigsten Sachen der Haltung. Der Fisch, der sich gerne im mittleren Bereich des Aquariums aufhält, hat gerne eine Temperatur von 20 bis 26 Grad Celsius. Der pH-Wert sollte allerdings bei 5 bis 7,5 liegen. Die Gesamthärte bei 2 bis 25 deutsche Gesamthärte. Die Zucht ist eigentlich mittelschwierig und nicht so schwer. Der Fisch ist ein Freilaicher und kann bis zu 8 Jahre alt werden. Ein Aquarium sollte schon mindestens 50 Liter haben. Der Fisch wird auch 4 cm lang. So, das war's jetzt schon mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass ich euch ein paar hilfreiche Informationen mitgeben konnte. Für das schon so lange kein Video mehr kam, möchte ich mich gerne entschuldigen. Es ging einfach aus zeitlichen Gründen nicht mehr so gut und meine Kamera war auch im Eimer. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß mit dem Video. Bis bald, Leute.